Hi, da ist der Speedy und C69. Genau. Wir haben es nicht eingeplant. Ja, wir sind heute am 16.11., sprich Montag, beim Geocachen. Und ja, unser Objekt der Begierde ist da hinten die Moschee. Entfernung 600 Meter. Wir haben uns die Karte runtergeladen. Wir haben heute den Tag ausgesucht zum Geocachen, weil es regnet. Naja, es hat geregnet. Oder es hat geregnet. Besser gesagt, man hat was gespürt, wo man davon ausgeht, dass es Regen ist. Weil geregnet so im Dienst hat es nicht. Wir gehen jetzt, wie gesagt, zu dem Geocache dahinter. Wir hätten zwar ein Querfeld eingekennen, aber meine Sissi-Cacherin, die wollte außen rum gehen. Sprich, sie geht jetzt da quer rüber und ich gehe jetzt zu der Hotelanlage. Vor der Hotelanlage gehe ich dann die Straße entlang vor, weil wir haben halt nicht lang Zeit, weil mein Sissi-Cacherin muss sich halt noch massieren lassen. Ja, Massage. Genau. 5 Massagen. Die Frau spendet. Aber ich vergönn's ihr, vielleicht bringt's was und okay, dann gehen wir mal los. Nein, wir gehen schon ganz Zeit. Wir gehen ja noch hin, oder? Beine haben wir noch mal bald. Wenn du hinfallen solltest, dann bitte ein bisschen graziös. Ich wollte gerade sagen, das sind keine Geocacher. Mimi. Gott, ihr habt es nicht mitbekommen. Die ist über so ein, was war das? Dachel. Dornenast drüber gefallen. Sie blutet. Ich hätte zwar so einen geilen Schub gefunden. Ich hätte mir auch gekauft, aber sie will nicht. Und zum anderen, wer mit solchen Schuhen zum Geocachen in der Wüste geht, ist selber schuld. Ja, stimmt. Jetzt bleibt er in die Richtung.
schon sehen. Passt gut, aber Ende der Reise. Das Cola hält doch länger als wir gedacht haben. Wie gesagt, es ist heute zum Glück bewölkt. Die letzten Tage, ja, haben wir eigentlich immer über 40 Grad schon fast gehabt. Nein, über 30 Grad. Ui, auch gut. Da liegt das Cashers Glück sogar schon auf der Straße. Oh, nehmen wir das mit. Nehmen wir gut. Ist schwer. Mhm. Dann nehmen wir es mit. Bis dahin. Okay. Der kriegt dann natürlich ein Tipi. Dieses ist ein ägyptischer Kragen. Ein ägyptisches Hufeisen. Ja. Wie? 4307. Okay, thanks. Oder so wie gelacht. Es ist schon immer geil, dass die Fee unsere Nummer vom Hotelzimmer nicht weiß. Aber ich finde trotzdem dahin. Warum? Weil du ein Geocacher bist. Ja, mit Hufeisen. Mit Hufeisen, ja genau. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende unserer kleinen, aber feinen Geocache-Reise. Laut meinem GPS wären es über 4 Kilometer. Jetzt muss ich mal schauen, jetzt wird es ein bisschen schwer zum Filmen gerade. Warte mal.